früher in die 20er. Direkt nach die Schicht im Fuchsbau. Gepichelt, bis die Sonne aufgeht. Dann wieder nach Blum und Vosseln und in 30 Metern Höhe. Heini, in 30 Metern Höhe an dem Bottrum genietet. Einmal habe ich mein Bett eine Woche nicht gesehen. Und da kommt der Meister zu mir und sagt, Herr Koch, Sie arbeiten so vorbildlich. Ich würde Sie gerne zum Vorarbeiter machen. Wisst ihr, was ich dem gesagt habe? Ich sag, ich mache mich doch nicht zum Handlanger des Kapitalismus. Habe ich das schon mal erwähnt? Richtig. Du hast dein Bett auch nur nicht gesehen, weil du ständig bei den Mädels in der Herbertstraße übernachtet hast. Halt Backen, du Schnösel! Klingst ja schon wie deine Mutter. Heinrichstraße hieß das, bevor die Braunen da die Schotten vorgemacht haben. Früher in die 20er, die Schlacht in der Heinrichstraße. 3 Tage ging das. Die Braunen haben sich wochenlang nicht mehr nach St. Pauli getraut, sage ich euch. Oh, ist ja auch mit deinem alten Kram hier. Das ist kein alter Kram. Das ist Überzeugung. Toll. Was hatten Mama und ich von deiner Überzeugung? Halt den Sattel. 3 Jahre. Wir haben es wenigstens versucht, Heini. Und außerdem, wie Lenin schon immer gesagt hat, Revolution ist, wenn man sich nicht nur bei Sonnenschein die Rosinen aus dem Kuchen bringt. Das hat Leni gesagt. Ja. Manchmal muss man machen, was gemacht werden muss. Manchmal muss man nicht erst lange fragen. Arme hoch und rote Fokus Fibus. Wer zusammen anpackt, kann mehr tragen. Der Kiez fällt zusammen, egal was auch passiert, so wird es noch in 1000 Jahren sein. Der Kiez fällt zusammen, egal wer uns regiert, vermehrt uns, dann bist du nicht allein. Jungs, die Zeiten sind bescheiden, unsere Einheit viel zu leicht, immer fester auf den kleinen Mann. Perle, die gestern mit hier war? Genau, es ist die Tochter von den neuen Vermietern und Heidis Holde.
Ach nee. Was treibt er denn so Undeutsches? Also worauf wir hinaus wollen. Ist mir schon klar, worauf du mit der Kleinen hinaus willst. Nein, der Koch, Heini sagt, sie haben dann auch so eine kleine Kammer. Ach so. Und jetzt habt ihr euch gedacht, bevor die mir hier so eine hässliche Ente einquartieren, setzt ihr mir lieber so einen schmucken Schwan ins Nest. Besser hätte ich es nicht formulieren können. Geht in Ordnung. Danke, Herr Koch. Da nicht für, ich gehe dann mal nach die Rostschlachterei mich anstellen. Und Heini, über das undeutsche Treiben, ne, da schnacken wir noch. Tschüss, tschüss. Tschüss, mach's gut. Apropos, wie war's eigentlich gestern mit Beate? Och, naja. Och, naja. Ja, wir waren noch am Bismarck-Denkmal. Und, hast du ihn dir endlich nass gemacht? Geht dich das was an? Hey, das kannst du ja wohl sagen. Wie war's denn bei dir? Noch naja. Jungs, naja, na nein. Können wir es jetzt bitte mal erzählen? Du willst wissen, wie es war? Schwierig zu sagen, was gestern geschah. Kaum zu ertragen, ich hab mich getraut. Ich hab es versaut, dieses Schwert zu durchschauen. Erklär mir die Frauen, ich war mit Beate im Dunkeln spazieren. Ich wollte mit Emma das gleiche probieren. Sie strahlte vor Glück, sie wies mich zurück. Sie sind schwer zu durchschauen. Erklär mir die Frauen, wir haben uns still in die Augen gesehen. Sie meinte, sie will, doch sie müsste jetzt gehen. Sie sagte nein und meinte ja, sie sagte nein und meinte nein. Und es ist wunderbar, und es ist so. Am Bismarck-Denkmal an der Grünanlage. Auf einer rauen Parkbahn ist es geschehen. Und nur der alte Bismarck hat's gesehen. Frauen sind so wunderbar, Glück und du siehst nichts mehr klar. Frauen sind so Räte, sie stecken voller Leidenschaft. Und jede Frau erweckt in dir das männliche Beschützer-Tier. Du schwerst du mich kaum, erklär mir die Frauen. Erklär mir die